Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Premiere in der dritten Liga. Das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte beider Teams treffen sie aufeinander. Der SC Preußen Münster und die Amateure vom FC Bayern. Sven Hübscher und Sebastian Hoeneß. Also ein 6-Punkte-Spiel aufgrund der Tabellensituation. Die Bayern, ja, Ochi Vreed, der hat ja schon seit 4 Spielen nicht mehr getroffen. Und hier legt er gleich mal los. Ochi Vreed, 4. Minute, 1-0 für die Bayern. Tolles Zuspiel von Sabri Singh und dann Ochi Vreed in seiner Torjägermanier. Also kalt erwischt die Preußen. Wie ging es weiter? Das ist Leon Dayaku und dann kommt Batista Meier. 2-0 für die Bayern. 12. Minute. Was für ein Start für die zweite Mannschaft. Tolles Zuspiel von Dayaku und dann Batista Meier. Ja, Sie hören es, Pfiffe im Hintergrund, aber Ochi Vreed lässt sie nicht beirren und trifft zum 3-0, 31. Minute. Aber warum pfeifen die denn und was hatte Schauerte? Und wieso sitzt Simon Scherder da? Das Tor zählt, aber was war da los, Ochi Vreed? Also ich habe die Situation jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass ein langer Ball kam und der Gegenspieler Scherder hinter mir war. Dass ich den Ball festgemacht habe und nach außen gespielt habe. Und ja, dann ging das Spiel so schnell halt, dass mir jetzt nicht aufgefallen ist, dass der noch auf dem Boden liegt. Und ja, dann haben wir die Situation einfach zu Ende gespielt. Und ja, nach dem Tor kam direkt, glaube ich, ein Gegenspieler zu mir zu. Und dann ist mir erst bewusst geworden, was für eine Tragweite das hat. Ja, wenn ich damit jetzt irgendwie Unfaires getan habe, dann tut es mir leid. Ich bin eigentlich ein fairer Sportsmann. Und sportlich ging es auch weiter. 43. Minute und wieder. Natürlich Ochi Vreed, sein 3. Treffer am heutigen Nachmittag. Wahnsinnsleistung vom Stürmer. Saisontore 6, 7 und 8. Sven Hübscher musste dann ein paar Mal tief schlucken, bevor er in die Kabine ging. Aber seine Mannschaft wurde belohnt. Allerdings erst in der 82. Minute war es Rüfat Dadaschow mit dem 1-4. Einige Chancen haben sie sich herausgearbeitet. Und hier Serif Özcan und Rüfat Dadaschow mit dem verdienten Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzten die Bayern. Der eingewechselte Zirkzee trifft hier nochmal den Pfosten. Tolles Zuspiel von Derrick Köhn. Dabei blieb es und klare Worte fand Simon Scherder. Mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich sagen, weil so kannst du gegen eine U23 von Bayern München einfach nicht spielen oder generell einfach gegen keinen Gegner. Alles, was wir uns vorgenommen haben, was du brauchst, um Spiele zu gewinnen, haben wir nicht auf den Platz bekommen und haben uns vorführen lassen. Ja, und gespielt wie ein Absteiger, muss man ehrlich so sagen. Ochi Vreed und die Bayern feiern also den 2. Sieg in Folge und freuen sich auf das Spiel gegen Braunschweig. Preußen Münster muss nach Unterhaching und da gibt es viel Arbeit unter der Woche. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.